Hallo Welt, da sind wir wieder. Kaum zu glauben, wir sind immer noch in der Dunkelwasserbaustelle. Unser Bauvorhaben, das ja nur ein kleines sein sollte. Und das ist jetzt schon einige Wochen her. Ja, vor einigen Wochen haben wir gesagt, ja, wir wollen aber nur ganz kurz hier bauen. Ein bisschen fertig bauen, das war ja nichts, was wir da vorher hatten. So, jetzt bringen wir die Lampen an, dachte ich, und wir müssen das hier im Hinterkopf behalten, dass wir uns hier nochmal des Daches annehmen. Das kann ja nicht so bleiben. Das regnet ja voll rein hier. Da rottet uns das ganze Holz weg hier. Ist doch alles aus Holz gebaut, unser Hotel. Wo ist denn hier eigentlich? Wir haben doch hier auch einen aufgebaut. Auf jeder Etage gibt es ein Licht. Oh, ja, der hat eine schöne Leselampe da oben. Der Glückliche. Und. Ach, wir sind schon ganz unten. Hier haben wir da was. So. Auf zum nächsten Gebäude. Ach, wenn ich da so an das Bootshaus Teffington Bootshaus denke. Da haben wir ja sogar so eine Alarmsirene eingeschaltet. Das heißt, wenn wir den Alarm dort, die Sirene einschalten, meine ich, dann haben wir das so gebaut, dass dann die Sirene bimmelt, irgendwie ein Gefahrenlicht, so ein rotes Licht geht an und einige Geschütztürme werden aktiviert. Dafür werden andere Sachen runtergefahren. Ach ja, was man da alles machen könnte, oder? Und was machen wir immer nur so Standard? Na, da hat jede Siedlung hat irgendeine Besonderheit bei uns, oder? Hier gibt es eben sehr viel Klingenkorn zum Beispiel. Naja, das ist jetzt nicht wirklich was, was auf irgendeiner Liste zu stehen hätte, aber es gibt auch Brahmine, die uns hier immer im Weg sind. Hier war doch was. Ach so, haben wir schon. Dann geht's eine Etage höher. Zum Glück haben wir hier überall viele Türen gebaut. Also, so sehr versperren könnt ihr uns den Weg nicht. Ghoul-Frau. Oder Ghoul. Man weiß es noch nicht. Moment. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch und haben... Wo ist denn hier? Ach, da. Ja, das soll reichen. Okay. Dann auf zur nächsten Etage. Und die Siedler lieben es eigentlich auch, auf Treppen stehen zu bleiben. Oh, super. Wieso hast du dir eigentlich deinen Platz schon gesucht? Du hast das irgendwie behalten, dass du hier deinen Platz hast, ha? Wir haben dich nicht zugewiesen, meine ich, oder doch? Hatten wir zwei Friseure? Einer rannte auf jeden Fall oben noch rum und der hatte irgendwie nichts. Der war noch nicht zugewiesen. Ah, sehr schön. Am besten, wir bauen da auch noch so einen kleinen Wartebereich. Ja, ich denke, da sind wir auch erstmal durch jetzt. Oder haben wir hier oben noch irgendwo ein Licht vergessen? Nein. Dann geht es weiter hiermit. Ist ja jetzt egal, in welche Richtung wir damit gehen. Einmal so vielleicht und, ja, was soll der Geiz? Einmal so? Ach so, was soll der Geiz? Der Größenbalken. Ja, ein bisschen Geiz brauchen wir da schon. Ich dachte aber, dass wir hier trotzdem auch nach ganz oben so etwas setzen, wenn es geht. Ah, das geht leider nicht. Das sind die Vanillateile. Durch die Dächer kann man hier nichts bohren. Ja, bei den anderen hätte das wahrscheinlich geklappt. Werden wir auch gleich machen, hoffentlich. Der Größenbalken ist schon wieder voll. Wow. Ah, die Ressource ist jetzt zugewiesen. Sehr schön. Ja, und wir brauchen die Teile, die nach unten gehen hier. Das hier zum Beispiel. Erstmal. Ja, ich habe das immer gerne so ein bisschen
So ein bisschen zur Wand hin habe ich die immer ganz gerne, damit die nicht so im Raum rumflattern. Ja, und wie machen wir das jetzt hier oben? Ihr wollt ja auch Energie hier. Ach, ihr habt Energie. Ihr könnt das ja direkt von da irgendwo nehmen. Ja, das passt schon. Echt jetzt? Du hast hier oben... Na, du machst das nur, um auf der Treppe zu stehen. Was macht ihr denn? Was habt ihr mit euren Treppen? Hätte man das da nicht anders machen können? Dass die, was weiß ich, sich neben die Treppe stellen oder so. Okay, wieder zum... Ja, aber wohin jetzt? Oh nein! Wieder ein bisschen zum... Ja genau, zur Wand hin. Oh, das reicht für die ganze Etage hier. Oh nein! Und schon wieder stehen hier welche auf der Treppe. Ich glaube es nicht. Geht doch mal, mach doch mal weg hier. Kehr. Seht ihr denn nicht, dass ich hier voll beschäftigt bin, um das schön zu machen für euch alle? Ja. Okay, das wird... Ah, das müssen wir... Das geht eigentlich nur so, oder? Können wir das auch... Ja, wir können das, glaube ich, auch... Naja, hier können wir es nicht anbringen. Ja, dann geht's nur hier hin. Ich hoffe, das ist hoch genug da oben, nicht, dass sich jemand den Kopf stößt. Wie gesagt, große Menschen, die kennen sich, glaube ich, mit solchen Sachen aus. Große Menschen sollten allein einen Helm tragen. Damit sie sich nicht verletzen. An solchen Dingern. Aber war es das für diese Etage? Ich glaube, das war's. So, dann gehen wir hier nochmal gucken, ob hier überall alles dran ist. Ist es nämlich nicht. Ja, wir sind ein bisschen durcheinander gelaufen jetzt. Ja, das passt doch hier hinten in der Ecke. Da ist es mir doch lieber Richtung Wand, auch wenn wir nachher so ein bisschen frickeln müssen und das dann irgendwie im ganzen Raum verteilen müssen, wenn das so ein bisschen schwieriger wird. Hier könnte man doch gleich den Garten, das könnte man doch gleich mitnutzen für den Garten auch. Da ist der Garten, da ist die Energie. Vielleicht kann man da so ein paar Schwarzlichtlampen, nein, UV-Lampen oder so etwas aufbauen. Schwarzlicht würde, glaube ich, den Pflanzen nicht so gut tun. Aber wenigstens würden sie dann vielleicht ganz gut aussehen in dem Schwarzlicht. Ich mag Schwarzlicht. Friseur, wo ist dein... Ach, hier. Ja, so. Oh, der Grüßenbalken. Er füllt sich stetig. Na, dann so. Ja, das ist schon so ein bisschen außerhalb. Dann bauen wir das hier hin. Okay. Hier waren wir. Ja, dann sind wir scheinbar soweit fertig. Haben wir das denn verbunden schon nach unten? Ja. Und hier. Nach unten. Yep. Und hier. Nach unten. Ja. Auf dieser Etage müsste aber auch irgendwie Strom hin. Ah, das geht sowieso außerhalb. Das schaffen wir schon. Hier können wir vielleicht noch was nach unten legen. Prima. Ach so, was ist mit dem Haus gegenüber? Da kommen wir doch von hier jetzt gar nicht rüber. Naja, dann will ich das auch gar nicht.
So, hier haben wir von oben Energie nach unten und hier brauchen wir nichts nach oben oder unten. Das passt so. Hier drunter ist ja nichts mehr. Oder der Garten unten. Ja, das muss jetzt aber wirklich nicht sein. Außerdem, das sind Vanillateile, die wir hier als Boden benutzt haben. Da geht nichts durch. Ja, dann sind wir soweit hier erstmal fertig. Rüber zum Hotel. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Zwischendurch. Oh, hier. Hier müsste von oben was kommen schon. Ja, da ist der Pin. Schwer zu sehen jetzt. Aber da ist er. Also das werden wir sehen, wenn wir dann verkabeln. Aber erstmal geht es jetzt rüber zum Hotel. Ja, da müssen wir auch so langsam mal dran schreiben, Hotel. Aber es ist sowieso noch kein Strom dran. Ich hätte ganz gerne, es ist noch kein Strom dran. So wollte ich sagen. Ich hätte nämlich ganz gerne, dass dann in Leuchtschrift dort stehen. Hotel und so. Eingang open oder so etwas. Ja, das sind die Vanillateile. Irgendwie wurde das übersehen. Als die Contraptions Workshop-Teile hier gebaut wurden, hat man, glaube ich, die Vanillateile nicht so beachtet. Teilweise aber schon. Denn wir haben ja hier drin einmal die für die neuen hier, diese. Die sind ja etwas größer, die Wanddurchführungen. Aber dann haben wir auch hier die kleinen Wanddurchführungen. Aber man sieht schon, das klappt hier irgendwie nicht so gut alles. Die versinken im Boden. Gerade hat man es gesehen, der Vorführeffekt jetzt natürlich nicht mehr. Aber als ich das geöffnet hatte gerade, ist es auch im Boden versunken. Aber, naja, wir benutzen ja sowieso meistens die anderen Teile. Und hier auch das Gleiche. Nach unten kommen wir ja nicht, oder? Doch, ja, hier geht's. Ja, also, was meckere ich denn da? Ich habe nicht gemeckert, ich habe nur festgestellt. Feststellungen sind keine Meckerei. Für mich. Hier auch. Ja, zack, nach unten. Dann war es das aber auch wirklich. Das war Millimeterarbeit jetzt. Mit dem Größenbalken, ja. Das war ein Teil können wir oder zwei können wir noch bauen. Aber hier war doch irgendwo eine Lücke im Dach. Wo ist das denn? Eine Etage tiefer? Gibt's doch nicht. Ja, doch, das gibt es. Hier ist die Lücke. Ja, so geht's ja nicht. Wo sind die Betten? Wir müssen einmal schlafen, sonst können wir gleich nochmal. Die Farm ist nichts Besonderes. Psst. Ich möchte schlafen. Ruhe. Aber ein weiterer Tag an deiner Seite? Ja, Curie, Curie. Du hast ja recht, Curie, Curie. Ja, entweder wir versuchen jetzt hier Vanillateile reinzuhauen, diese hier nämlich, die schon standardmäßig von Anfang an immer mit dabei gewesen sind. Lassen sich gar nicht setzen. Ja, das wird wohl das Problem sein hier an der Stelle. Da lässt sich wohl gar nichts setzen hier. Oder wie ich möchte, wir nehmen lieber hier diese neuen aus dem DLC. Es geht auch nicht. Ja, deswegen haben wir das offen gelassen hier. Hm, nicht schön, nicht schön, gar nicht schön. Aber was sollen wir dagegen tun? Die ganzen Teile hier austauschen. Ja, nee, auf gar keinen Fall werde ich hier jetzt noch irgendwas austauschen. Es könnte doch so schön passen hier oben. Was ist denn da oben drüber? Einfach, das muss doch hier andocken. Oder wir legen die einfach so hier drauf. Das geht ja auch. Wenn die einmal liegen, das haben wir auch schon öfter gemacht. Wenn die einmal liegen, dann liegen sie ja auch. Und dann reicht das hier eigentlich. Hauptsache, es ist zu hier oben. Naja, schön ist was anderes jetzt. Okay, so eine ganz kleine Spalte für den Luftzug darf ruhig sein da oben. Vielleicht fangen wir lieber... Ja, vielleicht machen wir das lieber hier auf dieser Seite, dass wir hier anfangen. Oh mein Gott, da passt ja gar nichts rein. Ja, dann geht's ja leider nur so. Das ist aber echt unschön, dass man hier nichts andocken kann jetzt an diesen Teilen. Ja, manchmal ist das so.
Dann können wir machen nichts. Außer das hier können wir ein bisschen drehen. Drehen, damit das besser aussieht hier. Ja. Jetzt könnte man oben also auch noch entlanglaufen hier, so ein bisschen. Nö, man kommt ja gar nicht raus. Ja, aber man könnte, wenn man rauskommen würde, könnte man dort langlaufen. Ja, damit haben wir den Größenbalken aber auch komplett ausgeschöpft. Und geht's schon an die Verkabelung, oder? Ja, das hier ist ja auch alles andere als schön, aber es passt irgendwie in die Umgebung. Also geht's an die Verkabelung, oder gucken wir hier nochmal überall, ob das denn auch alles richtig ist hier? Ja, das kommt später. Ich wollte eigentlich gucken, ob das alles richtig ist hier. Damit meine ich, ob das hier unten, das zu, ob wir das schön zugebaut haben jetzt. Ja, von hier oben guckt sowieso keiner, also ist das vollkommen wurscht. Ja, aber es könnte mal jemand hier oben drauf balancieren. Eine Katze zum Beispiel. Und dann? Ah, ja, da unten ist alles zu. Sehr schön gebaut, sehr schön. Da kommt kein Regen mehr durch. Und das sieht von hier oben noch besser aus als von unten, finde ich. So mit den ganzen Wellblechdächern. Gut, dass wir so schön durcheinander gebaut haben. Ja, das gefällt mir. Sieht schön schrottig aus. Passt in die Welt von Fallout. Ja, hier haben wir noch den... das Springerloch. So, wie sieht denn das von hier aus, von oben? Wir brauchen noch einen höheren Punkt. Raus aus dem Baumenü. Rauf aufs Dach. Naja, und jetzt regnet's. Okay. Wo ist unsere... unser Wetterwechselgeschoss ist nicht angeschlossen, oder? Wo bauen wir eigentlich das Wetterwechselgeschoss auf? Das sollten wir auch mal so langsam. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja, große Stadt. So langsam sollten wir das Wetterwechselgeschoss mal irgendwo aufbauen. Da müssen wir aber mal gucken. Ich hätte das ja ganz gerne hier oben hingestellt, aber ich fürchte fast, das wird nicht hinhauen. Wir werden nicht von jeder Seite hier oben drankommen, so wie sonst. Wir haben meistens in jeder Siedlung ein ziemlich hohes Gebäude. Und da steht meistens das Wetterwechselgeschoss oben drauf. Und so kommen wir dann von allen Seiten der Siedlung an das Wetterwechselgeschoss ran. Aber das wird hier nicht funktionieren. Entweder wir brauchen mehr Schalter, dass wir so auf allen Seiten so ein Teil hinstellen. Und das dann alles kombiniert ist mit einem Mörser. Oder ja, oder wir müssen immer rumrennen, um da dann hinzukommen. Was ist das? Achso. Scheint mir ein Wachbot zu sein, ein kaputter. Oder einfach nur eine rote Lampe. Und was ist das? Leuchtende Pilze. Oh, die leuchten aber weit. Ach komm, wir gehen erstmal schlafen. In der nächsten Folge gucken wir uns das Wetterwechselgeschoss an und dann gucken wir auch, dass wir so langsam alles verbinden. Dass wir eventuell den größeren Balken nochmal entleeren und vor allem, dass dann Energie reinkommt hier. Ach, wir können uns mal richtig ausschlafen jetzt. Ich fühle mich wunderbar erholt. Wir sind ja immer noch hundemüde. So, und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut, bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Morgen, Schatz.